Moin Moin aus Hamburg. Wir heißen Axel und heute ist Ostern. Ostermontag. Ostermontag, genau. Und weil Ostermontag keiner so richtig guckt, gibt's ein Special gleich nach dem Intro. Ja, Axel, viele von unseren Fans und Abonnenten und Zuschauer sind auch Zuschauer dabei. Zuschauer sind auch inzwischen dabei. Die haben ja ihr Abo auf dem Rechner in der Firma. Ja, natürlich ja. Ein bisschen. Ja, danke. Und gerade so an so einem Ostermontag wie heute, da guckt dann wieder kein Schwein zu. Ja, aber wir können helfen. Wir wollen und möchten unseren Zuschauern nochmal ein paar Sendungen von uns hier heute namentlich nennen. Ans Herz legen. Ans Herz legen, ja. Um dort vielleicht nochmal reinzuschauen, damit unser Zuschauer dann auch feststellt, dass wir das eine oder andere Thema schon lange aufgegriffen haben, welches jetzt erst aktuell ist. Da gibt es so einige Themen, zum Beispiel Robotik. Da haben wir schon mal eine Folge gemacht. Ich glaube, die ist schon fast ein Jahr alt. Ja. Ne? Aber jetzt kommt die so langsam. Gefühlt. Jetzt kommen die anderen auch hinter, dass genau. Da irgendwie doch der Hase im Pfeffer liegt. Genau. Bei Ostern zu bleiben. Genau. Da ging es ja um mannloses Fahren im LKW, um Cloud Computing und diese Dinge. Und da ja nun gefühlt diese Sendung schon ein Jahr her ist, haben wir uns in dieser Zeit ja noch weiterentwickelt. Ja, genau. Und haben mittlerweile einen... Wir haben personell aufgerüstet. Genau. Wir haben ein CDO eingestellt. Ja. Wir haben einen CIO gesucht und haben einen CDO gefunden. So, jetzt gibt's mal, könnt ihr mal gucken, was da bei Google so drin steht. Aber der CIO war der Chief Information Officer, Axel. Und was haben wir jetzt? Chief Digital Officer. Ja. Also, es ist nicht nur so, dass wir von Digitalisierung sprechen, sondern jetzt haben wir sogar noch die Leute dazu. Und Zippel war ja schon immer so ein bisschen affin, was sowas betrifft, Internet und Cloud Computing, wir waren immer dabei. Jetzt haben wir uns auch mit dem richtigen Personal verstärkt. Also demnächst haben wir einen Ansprechpartner genau für diese Themen. Was gibt's noch? Wir haben noch den sehr tollen Spot, der noch ganz am Anfang lief, mit Burger King. Der ist nur wirklich ein Jahr her. Der ist, glaube ich, ein Jahr her. Da haben wir ja mit einer anderen Filmproduktionsfirma aus Hamburg. Also nicht mit unserem Freund, sondern mit einer anderen Filmproduktion. Gibt es andere? Ja, nein. Die haben einen Burger King Spot gedreht, der auch in Cannes veröffentlicht wurde, der zumindest im Ranking des Preises, der Preisverleihung irgendwo mitspielte, und dort haben unsere Trucks eine große, bedeutende Rolle gespielt. Genau. Das war ein sehr schöner Film. Vielleicht nochmal googeln unter Burger King, ist sehr leicht zu finden. Und ganz aktuell wieder eine von uns auch vor einigen Monaten ausgestrahlte Sendung über den Gigaliner. In aller Munde nach wie vor. Genau, und da haben wir jetzt ja kürzlich gehört, dass jetzt der BUND und ich glaube Allianz Pro Schiene, unsere Freunde hängen da auch mit drin, die ganze Geschichte nicht so gerne sieht und da eine Klage anstrebt, weil der Gigaliner aus deren Sicht die Schiene benachteiligt. Okay, jetzt werden unsere Beitragsgelder von Herrn Pflege für den Klageweg benutzt. Kann man mal machen. Ja, in unserer Brust pochen da ja zwei Herzen. Ich glaube, genau. Wir kommentieren das jetzt einfach mal nicht. Es gibt also eine Gigaliner und Herr Dobrindt hat den freigegeben sozusagen und jetzt geht der Streit weiter. Genau. Aber wir können beides. Lieber Züge. Wollen wir es mal so sagen. Natürlich, klar. Lieber Züge. Das Herz schlägt inzwischen schon etwas größer bei uns in der Brust. Ja, das sind alles so Folgen und Videos, die wir schon lange im Netz haben und die immer noch aktuell sind und vielleicht gerade wieder aktuell werden. Also gerne nochmal reinklicken, nochmal nachgucken in der Liste, sind ein paar interessante Themen dabei, sodass wir uns heute am Ostermontag nicht anstrengen müssen und noch was Neues auf den Markt bringen, sondern wir weisen einfach darauf hin, es gibt auch noch ein paar gute alte, die man sich nochmal reinziehen kann. Genau. Und wir frönen jetzt unseren Ostereiern. Wir essen hier weiter. Wir haben auch noch kleinere Häschen. Also es geht, das reicht hier noch. Also da ist noch ein bisschen was da. Wir haben zu tun, wir schalten jetzt ab und wünschen euch deshalb allzeit gute Fahrt. Den Rest, den wir nicht essen, ist nachher unser Filmemann, das sieht man hier auch. Ja, bei ihm ist jeden Tag Ostern. Ne? Ja. Eier aus Bodenhaltung. Gekochte Eier, die blasen wir gleich aus. Da kriegst du aber dicke Backen. Ja.